So, können wir anfangen? Ja. Alle ready. Okay. So. Ihr. Musst du nicht mal sagen, dass wir anfangen? Also, hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich schneide das. Ich höre einfach deinen Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. So, ihr seid in Fort New Hope. Ihr beiden pennt gerade. So, wichtig ist, du wachst auf. Es ist ein echt warmer Sommertag, passend, jetzt gleich mal passend zum aktuellen Wetter, ist auch da gerade Sonnenschein. Du wachst auch dadurch auf, dass dich ein warmer Sonnenstrahl, der erste Sonnenstrahl des Tages oder vielleicht auch nicht, der erste Sonnenstrahl des Mittags in der Nase kitzelt und du erstmal niesen musst. Und wie hart, das checken wir gleich mal. Mit Nasenblut, Tuberkulose. Das ist schon richtig hart. Du niest sogar so hart, dass... Die darf man das hören, aber das ist erstmal egal. Aber wir pennen auch. Ihr pennt, genau. Ihr seid auch im anderen Haus, denn ihr habt euch gewünscht, dass jeder sein eigenes Haus haben soll. Das ist richtig. Häuser, Wohnqualität, jeder sein eigenes Haus. So. War nicht der Entscheid, dass wir in dem Haus bleiben? Das war jeder das andere, war sein, jede andere Familie soll sein eigenes Haus kriegen. Ja, doof gelaufen. Egal, ihr pennt trotzdem. Das ist wichtig. So, und wir sind aber Nachbarn, Marc. Ja, sowieso. Du entscheidest dich... erstmal rauszugehen, und die Luft ein bisschen zu genießen, wach zu werden an der frischen Luft. Als du aus deinem Haus raustrittst und die Sonne durch den klaren Himmel auf dich herabscheint, wirst du richtig gut gelaunt. Ja, kommt dir erstmal richtig richtiges Grinsen auf die Lippen und denkst dir, oh, ja, heute ist ein geiler Tag. Ja, wenn ich aufstehe, dann erstmal einen Schokolade nehmen oder dann den Brunner rüberstellen. Gut, dann hast du auch noch einen Schluck gerade. Ich nehme es auf mich selbst, wenn es nicht auf den Tisch geht. Ich kann nur so blöd sein. Ich bin kein Biertrinker, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Du stehst also vor deinem Haus, such dir eins aus. Welches ist das, in dem du, aus dem du gerade rausgekommen bist, wach geworden bist? Wo ist denn das? Das hier. Dann komme ich hier raus. Genau. Du gehst auf die Hauptstraße und läufst so ein kleines bisschen in Richtung Tor. Und als du gerade an dem letzten Haus vorbeigehst, wirst du von links gerufen. Du erkennst Alexis' Stimme. Hey Barry, komm mal bitte rüber. Ja, ich gehe hin. Du siehst, dass Barry in einem... Alexis in einem Kuhgehege steht und gerade die Kühe in eurer Zone füttert und ihnen neues Trinken gibt. Um den Kühe, ja. Jo, Digga, ich hab was für dich. Schon, ich muss was kurz suchen hier. Kannst du mir einen kleinen Gefallen tun? Bring das bitte einfach rüber ins Schafsgehege zu Timothy. Der wollte... Klavier lernen. Das Klavier, was wir letzte Woche gefunden haben. Ich habe ein paar Noten noch in meinen Büchern gefunden. Und er wollte die gern haben. Ein bisschen Klavierspielen üben. Kannst du ihm das schnell bringen? Ich muss mich hier um die Scheiße von den Viechern kümmern. Ja, und ich gehe rüber zu Schafgehege und bring Timmy das. Du gehst also rüber, siehst wie Timothy, aka Scorpio, gerade das Gehege von den Schafen ausmistet. Und als er dich kommen sieht, oh, hey Barry, Boy, was geht? Das ist von Alexis, das sind Klavier. Ah, die Noten! Okay, das ist super cool. Ich sag's euch, wenn wir das Klavier irgendwo aufstellen, ich mach Entertainment, Mann. Ah. Pass auf, deine Mutter und Dwaynes Schwester, die haben zusammen einen Kuchen gebacken für David. Wir wollen vielleicht später auch ist zusammen... Ist die in Kanada? Wir wollen vielleicht später zusammen mit Vince mal mit einer Kutsche rüber zu David fahren. Seine Tochter hat heute den ersten Geburtstag. Und ja, wir wollten einfach mal zum Geburtstag gratulieren. Deswegen haben wir den Kuchen gebacken. Ja, klar. Ja. Als du ihm ins Gesicht schaust, siehst du, dass er viel weniger verbraucht wird, als du ihn kennengelernt hast, als er noch einer von, als er noch der Anführer der Müden war. Und wie gesagt, Moment, Timothy aka Scorpio, sagte ich ja die ganze Zeit. Man hat mir das Chip aus der Fassung. Das ist halt auch eine geile Karriere, oder? Wie hieß nochmal der damals im alten Pedal Paper uns beim Putschgeholfer? Der hat auch Lizard. Lizard. Gut. Ich hab den gerade irgendwie verwechselt. Der dachte mir, ey, der war doch nie so gut drauf. Aber seit wann?
Digga. Brauchst du es dieser? Ja, also wir wollen uns eine Kutsche schnappen und rüber fahren. Und ja, den Kuchen vorbeibringen. Hast du Bock mitzukommen? Wir hätten noch einen Platz in der Kutsche frei. Also wie gesagt, Gudrun und wie hieß sie nochmal? Audi wollten noch mitfahren und Vince hat auch überlegt, aber er war noch nicht so sicher, deswegen. Klar, ich lasse halt nur meinen Radler hier vorher, nehme ich aber nochmal ein Stückchen. Ja, alles klar. Okay. Das sieht nämlich so, nicht so gut aus. Ja, dann hol deine Markierung aus deinem Haus und dann geht's los. Ich kümmere mich, wie gesagt, noch weiter um die Schafe. Sagen wir so, in ein, zwei Stunden treffen wir uns am Tor. Ist das cool für dich? Ja. Okay, gut. Er nimmt wieder seine Mistgabel und stöchert weiter in der Scheiße der Schafe. Gut, dann gehe ich jetzt in mein Haus. Okay. Kurz bevor du in dein Haus gehst, kommst du an der Tür an und spürst irgendwas Scharfes an deinem Hals. Abrupt bleibst du natürlich stehen, weil du hast Angst, da reinzurennen und weißt natürlich nicht, was das ist. Du bist geschockt. Du hörst, wie dir eine Stimme ins Ohr flüstert, eine weibliche Stimme. Jetzt versuchen, was sie sagt. Ich bin nicht so gut vorbereitet. Was soll ich? Super, Mungo, verpasst. Keine Sorge, Barry. Alles kann genau so werden, wenn du es willst. Wenn du dafür kämpfst und deine Hoffnung nicht aufgibst, deine Träume nicht aufgibst. Kämpf, wofür du immer gelebt hast. Im nächsten Moment siehst du das glitzernde Schwert von Izumi an deiner Kehle, wie es sich in einem schnellen Ruck nach rechts bewegt und Blut aus deiner Kehle rausspritzt. Dein Atem hört auf, du sinkst zu Boden, du spürst nichts mehr. Dein Gehör hört auf zu funktionieren. Alles wird wie unscheinbar, während du an deinem eigenen Blut erstickst. Mit einem lauten Knall setzt das Flugzeug auf und ihr seid zurück in England. Gerade frisch aus Kanada gekommen und du wachst aus einem Traum auf. Was? Sie haben eine Frage. Ja. Wir haben uns die ganze letzte Session abgebrockelt. Damit wir nach Kanada fahren können. Und jetzt haben wir die neue Session. Und wir sind aus Kanada schon wieder zurück. Was willst du denn so lange da? Wir wollten unsere Eltern finden, glaube ich. Deine Mutter? Dazu komme ich gleich. Du warst relativ panisch aus deinem Traum auf, weil du erstmal überhaupt nicht checkst, was war das jetzt und was ist jetzt Realität? War das oder träume ich jetzt? Ja? Ich denke, du kennst dieses Gefühl vielleicht sogar im Real Life. Wenn man manchmal so aufwacht und nicht sicher ist, war das jetzt ein Traum oder nicht. Du schaust dich um, siehst, dass alle anderen im Flugzeug noch schlafen, inklusive deines Bruders. Inklusive des Fliegers. Inklusive deines Bruders, deiner Mutter, deiner Mutter und Dwayne und all seinen Geschwistern und seinem Vater. Einmal Kenya dabei. Und seinem Vater, nur eine Person fehlt, Dwaynes Mutter. Denn korrekt, ihr wart in Kanada, ihr habt es bis dahin geschafft, der Flug verlief äußerst problemlos. Ihr musstet euch mehrere Wochen in Kanada umsehen. Ihr seid von eurer Heimat aus in alle möglichen Orte, die ihr kanntet, gewandert. Wart sogar kurz davor, das Ganze einfach aufzugeben, weil Kanada ist nun mal kein kleines Land und die hätten sonst wo sein können. Vielleicht hätten sie auch schon in den USA sein können. Aber dann kam der Tag, an dem ihr sie gefunden habt, verschanzt in einem Supermarkt. Mit verstärkten Wänden. Und da waren sie alle. Bis auf seine Mutter. Die hat es leider nicht so weit geschafft. Die haben noch zwei andere Leute mitgebracht, die ihr aber erst noch. Das ist traurig. Die ihr aber erst noch weiter kennenlernen müsst. Ren und Tim. Die hatten wir auch schon mal, aber das war in dem Non-Kennen-Prolog, den wir ganz am Anfang hatten, wo ihr in Kanada wart. Ganz am Anfang, wo ihr da geschoben seid. Die haben erst dabei. Da warst du nicht dabei, genau. Ja, das Flugzeug setzt auf, fährt noch ein bisschen, rollt und kommt irgendwann zum Stehen. Der Pilot kommt aus seiner Kammer. So, jetzt mal alle aufstehen hier, ist gut mit Schlafen. Und ihr alle wacht auf, inklusive euch beiden. Natürlich dann letztendlich auch.
Ja, wir haben ja natürlich irgendwie kein Terminal oder so, wo wir ordentlich anlegen können. Ich würde euch einfach die Rutsche wieder aufmachen und dann... Die Koffer auf den Kopf schmeißen. Welche Koffer? Ja, und dann... All die Tüten. Bitteschön, der Pilot öffnet die Tür, macht die Notrutsche auf und ihr werdet gebeten. Ich war ins Wasser. Und dazu rutschen. Also wir haben ja unsere Mutter jetzt schon wieder gefunden, das heißt die ganze... Begrüßungsscheiße fällt ja weg. Ja. Das ist eine 4. Eine 1 wäre, ich rutsche mit übel Speed runter, machen wir doch. Seid doch in der Luft, ja, das landet perfekt mit einer Punkte von 10 Kunden. Ja, cool. Was ist los? Ja. Ja, ihr kommt an, rutscht also vermutlich dann alle mal die Rutsche runter. Es sei denn, ich möchte noch jemanden im Flugzeug bleiben. Nein. Ihr braucht nicht darauf los. Du kommst als Zehnter. Hat er so viele Geschwister? Nein, er hat drei Geschwister. Mann, oh, ich ihr seid in dem Flugzeug gerade insgesamt. Okay, wenn du es willst. Ihr seid in dem Flugzeug gerade insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute. Also passt es als Zehnter. So. Als ihr gerade unten runterrutscht, steht auch vor euch schon Alexis, der euch bereits erwartet hat. Ach, hier sind die Noten. Weil ihm über Funkspruch mitgeteilt wurde. Dann haben wir ein Funkgerät. Dass hier ankommt. Im Flugzeug war eins und in der Zone war wohl auch eins. So. Willkommen zurück, Leute. Hi. Hallo, Alexis. Hi. Was geht, Mann? Aua. Hi. Es geht. Alexis. Okay. Mitgezählt? Die können nicht alle Alexis heißen. es ist. Echt gut, dass ihr heute angekommen seid. Es ist wohl allerhöchste Eisenbahn. Wir haben gestern Post bekommen. Es sieht so aus, als würden sie morgen. Endlich dreschen. Ich habe mit den Leuten aus der Metro geredet. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Familien hier lassen. Es sei denn, sie sind selbst kampffähig und würden mitkommen. Mutti bleibt hier. Schreibt sich das mal mit. Bomber nehmen wir mit. Sein Vater. Haben wir auch einen Vater noch? Ich weiß es nicht. Nee. Ich würde einen Vater mitnehmen. Robert hat sich auf den Weg gemacht, in Deutschland deinen gebürtigen Vater zu suchen. Deswegen ist er damals abgehauen. Kann sein. Der kommt dann bestimmt am Ende mit zum LKW. Dann fährt ja rum. Schreibt ihm auch, wer nicht mit in die Zone kommt erstmal. Hast du noch irgendwen von deinen Leuten? Ja, ich weiß ja nicht, wie kampferfahren die sind. Naja, also. Ich verstehe nicht, wer nicht mit in die Zone kommt. Hast du gerade zugehört? Ja, wir haben eine Armee von Schwarzen, ja. Ich habe gerade gesagt, können wir nachts ich habe mit den Leuten von. Dass du letztens mit den Leuten von der Metro geredet hast und die gesagt haben, wer dem Krieg nicht beteiligt sein will, kann da. Ach, oh, das haben wir gehört. Mutti bleibt hier, oder? Mutti. Also, du hast ja deinen Vater. Mhm. Du hast einen Bruder, der ist älter als du. Mhm. Du hast eine Schwester, einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger als du. Mhm. Eine Schwester, die ist älter als du. Mhm. Und eine andere Schwester, die sogar ist 12. Warum ist denn der Vater? Nicht mit. Wieso ist denn dein Vater ein Büchsenmacher gewesen? Das kann doch gar nicht sein. Was ist der Büchsenmacher gewesen? Na, wenn du viele Mädchen machst, bist du ein Büchsenmacher. Aber der hat doch 2 Mädchen und 2 Jungs gemacht. Ja, das ist ein halber Büchsenmacher. Ja. Es wäre viel cooler, wenn wir 25 von deinen Brüdern hätten, die alle 3 Meter groß sind. So eine Tiere, schwarze, damit wir nachts angreifen können. Aber nur mit einem Lederlappen und einem Speer. Lederlappen. Also möchtest du alle mitnehmen oder soll jemand? Ja, also ich würde schon die weiblichen Leute auch bei der Familie da lassen. Gut, dann schreiben wir Orly und Nabila auf. Aber wie sieht das aus? Okay. Wie sind die so körperlich? Sind das jetzt so typische ja, es sind schwarze? Black Queens, Mann. Nee, also die eine, die ist halt wie gesagt nur ein Kind, Mann, was weiß ich, wie die körperlich ist. Ja, nee, das ist mir auch egal, es geht um Vater von Alena, keine Sorge. aber dein Bruder, der könnte schon was. Ja, dein Vater sowieso, dein Vater sowieso, der haut auf die Fresse. Das der stirbt. Bei der Größe im Dorf. Da sind selbst die Löwen umgedreht bei dem. Okay, dann wird sich Jack darum kümmern, dass sie in Sicherheit bleiben. Ich habe auch alles versucht, die Leute noch für den Kampf für uns zu gewinnen, aber sie halten sich definitiv daraus. Das heißt, von ihnen bekommen wir keine Unterstützung. Wie ich allerdings, bevor ihr losgeflogen seid, angekündigt habe,
In dem Großmarkt in Metroville, wo ihr auch mal einkaufen wart, habe ich den Waffenhändler, meinen Vater, Calvin Alexis, angeheuert. Und der hat noch 21 Soldaten mitgebracht. Hat er ein Maschinengewehr mitgebracht? Der hat alles an Waffen mitgebracht, was er kann. Der Waffenshop in Metroville ist jetzt erstmal vorübergehend geschlossen. Und warum haben wir da eingekauft, wenn er die scheiß Efeu mitbringt? Ja, weil ich nicht wusste, dass er da ist und weil ihr das vermutlich auch nicht wusstet. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommt erstmal zurück mit nach Hause. Autos habe ich mitgebracht. Oh, danke. Auf nach Hause. Okay, dann fahrt ihr also zurück nach Fort New Hope, wo sich auf das Windrad dreht. Ja, ihr seht aus der Entfernung schon eine Skyline in der Morgensonne. Also im Winter. Hochhaus. Und nee, ich sehe, wie Burj Khalifa jetzt noch frei ist. Nee, es bleibt bei einem Windrad. Ihr habt euch ein bisschen am Bierbrau versucht. Ist mehr oder weniger gescheitert, mehr oder weniger zu funktioniert. Ihr habt Ich kann das. Ihr habt bis auf die Ärzte alle Leute bei euch kampffähig gemacht, sodass sie mit Waffen halbwegs ordentlich umgehen können und sich auch im Nahkampf ein bisschen verteidigen können. Die Häuser wurden alle entsprechend eingerichtet, sodass jeder in einem eigenen Haus wohnen könnte, wenn das verlangt wird. Die Zäune sind verstärkt, teilweise mit Holz, teilweise mit Stahlplatten und Blech und Draht. Stacheldraht auch. Also provisorisch damit verstärkt, was man so findet. Ansonsten wurde die Zone aber nicht weiter ausgeweitet. Das heißt, ihr habt das Gebiet nach wie vor so behalten, wie ihr es habt. Ja, und gestern, wie gesagt, gab es Post, einen einfachen Brief, der besagt hat, in 2 Tagen geht's los. Das heißt entsprechend dann morgen. Wie spät haben wir es denn jetzt? 6:42 Uhr. Hatten wir rausgefunden, wo die Bude von denen war? Nein, er wurde dahin entführt, konnte aber den Weg nicht zurück. Doch, schade. Sind Schärfen? Nachträglich? In der ganzen Welt, da musst du ein bisschen laufen. Ansonsten hat sich nicht so viel getan, außer dass ihr wie gesagt ein paar neue Leute habt und die entsprechend noch Kram mitgebracht haben, das heißt hauptsächlich Waffen und Munition. Ein paar von den Stromgewehren wurden auf euren Türmen befestigt, sodass sie quasi als Art Geschütz benutzt werden können. Die Befestigung hat besonders den Vorteil, dass der Rückstoß halt extrem gedämpft wird, beziehungsweise quasi gar nicht vorhanden ist. Ja, das ist in der Zeit da passiert. Weiß dein Vater vielleicht, also Alexis Vater, wo die eigentlich sich rumtreiben? Der hat von denen gar nichts gehört. Unten in Metroville waren die noch nicht. Und sonst könnte man natürlich den Gegenschlag gleich. Tja, schön wär's. Wir könnten natürlich irgendwie einen Trupp raussenden, der sich, keine Ahnung, darum kümmert, hier zu flankieren oder so. Aber wir wissen nicht, wie sie kommen, wann sie kommen, wie viele kommen. Vielleicht endet es wirklich so, dass nur dieser Scorpio kommt. Und sagt, hahaha, ja, ich mache euch allein platt, dann schießt man dem eine Kugel in den Kopf und dann ist gut, wir wissen es nicht. Naja, er ist verrückt, wir wissen nie, was der sich anbildet. Und vielleicht ist er ein Super Saiyan und macht das. Aber wir haben ja jetzt Abdul und Klappstuhl, das wird schon. Also übrigens, mein Vater macht ihn kaputt, Junge. Ja, natürlich ist das auch so. Durch die Brauerei gelaufen. Die Apfelschorlen Brauerei. Durch die fiktive Brauerei. Die wir jetzt in der Zone haben. Göttingen. Ja, also, wenn er wollt, können wir schon was machen. Ich müsste bloß die Getränke einpacken.